Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute haben wir mal wieder einen FIFA Talk am Start. Das heißt, wir reden heute wieder über 5 interessante Dinge rund um FIFA 18. Die 5 Themen, die euch heute erwarten, sind: Free Packs in FIFA 18 bekommen, das riesige Update in FUT Champions, dann es gibt ein neues Pack in FIFA 18, welches irgendwie noch nie aufgetaucht ist bis jetzt, dann haben wir die Monthly Rewards zum Jänner, möchte ich da ein bisschen was sagen einfach, und dann zuletzt noch ein Ereignis, welches euch demnächst erwarten wird. Falls ihr natürlich mehr FIFA Talks sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, schickt mir gerne auch weitere Themen, dies, das, falls ihr irgendwas Interessantes findet, auf Twitter oder auf Instagram, das ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir starten jetzt auch schon direkt rein mit dem allerersten Thema und dabei geht es eben auch schon um die Free Packs in FIFA 18 und zwar gibt es da eben jetzt eine Möglichkeit, um an Free Packs zu kommen und zwar habe ich das beim Gustav beim Frightland FIFA gesehen, dort unbedingt vorbeischauen, Abo dalassen und auch natürlich liebe Grüße von mir, ist natürlich auch bei den Fliegenfischen dabei, ist ein guter Kollege von mir, deswegen solltet ihr den auf jeden Fall auch supporten. Er hat nämlich ein Video gemacht, wie man eben Free Packs in FIFA 18 ganz leicht bekommen kann, indem man an den EA-Chat schreibt und dort meldet, dass man zum Beispiel jetzt eben seine Draft-Rewards nicht erhalten hat. Ob das stimmt oder ob es nicht stimmt, ist eigentlich komplett egal, die kontrollieren das nicht wirklich und da habt ihr dann eben die Möglichkeit, easy ein paar 15k-Packs oder so abzustauben. Das Ganze ist natürlich nicht ganz clean, also es ist schon ein bisschen illegal, was heißt illegal, ja, in FIFA natürlich illegal. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr natürlich einen Bann bekommt oder so, wenn EA das rausfindet, aber ich glaube nicht, dass das Risiko da so hoch ist, da die das eh nicht wirklich kontrollieren und die schicken dir dann einfach ein paar 15k-Packs und dann war es das auch schon wieder. Ich würde euch auf jeden Fall nicht raten, das Ganze irgendwie 5-mal hintereinander zu machen, so dass es natürlich auffällig wird, sondern wenn ihr das macht, dann vielleicht jedes Monat einmal oder so, damit ihr da wirklich safe seid, dass ihr da eben nicht gebannt werdet oder so. Aber falls ihr natürlich noch weitere Infos zu diesem Thema haben wollt, wie man das eben jetzt genau macht, wie kommt man jetzt genau an die Free Packs, dann würde ich euch jetzt einfach weiterleiten an das Video vom Frightland FIFA, also vom Gustav, checkt das einfach mal ab und dort seht ihr dann, wie ihr wirklich leicht Gratis-Packs in FIFA 18 bekommen könnt. So, wir gehen rein ins zweite Thema und hierbei geht es um das Weekend League Update, welches eben ab Februar starten wird. Da wurden wirklich einige Dinge, einige sehr, sehr wichtige und entscheidende Dinge geändert und eben geupdatet. Unter anderem wird man ab jetzt alle 40 Spieler in diesem FEWC-Stadion machen müssen. Man hat nicht die Möglichkeit, irgendwie die Spieler in seinem eigenen Stadion zu machen, sondern jedes Spiel findet in diesem Stadion statt und auch jedes Spiel findet am Abend statt. Des Weiteren ist man ab Februar schon mit 11 Siegen für die nächste Weekend League qualifiziert, also nicht mehr ab 18 Siegen, also nicht ab Gold 3, sondern das müsste irgendein Silberrang sein, aber auf jeden Fall ab 11 Siegen ist man tatsächlich schon für die nächste Weekend League dann qualifiziert. Was noch beim Update dabei war, ist, dass man jetzt eben gegen seine eigenen Trikots antritt. Angenommen, ihr habt das Real Madrid Heimtrikot und das Barcelona Auswärtstrikot, dann spielt ihr immer gegen das jeweils andere Trikot. Das heißt, wenn ihr sagt, ich spiele mit dem Real Madrid Trikot, spiele gegen das Barca Trikot. Automatisch. Ihr habt keine andere Möglichkeit. Oder ihr sagt, ich spiele mit dem Barca Trikot, dann hat euer Gegner auf jeden Fall das Real Madrid Trikot an. Also es ist immer genau gegengleich und somit dürfte es auch keine Trikotprobleme mehr geben, weil ihr die dann eben selber auswählen könnt. Und das Problem, dass zum Beispiel Wolfsburg E-Sportler oder Schalke E-Sportler oder so immer mit ihren Trikots antreten müssen, also eben mit Wolfsburg oder Schalke Trikots, dieses Problem ist jetzt eben auch nicht mehr da. Das ist natürlich ganz gut, denn im Moment ist es einfach so, wenn du einen Wolfsburg-Gegner triffst oder einen siehst, der mit Wolfsburg-Trikots spielt, gegen den will man eher nicht antreten, weil man weiß, es könnte zum Beispiel Salzer oder Timox oder so sein. Ja, bei Schalke könnte es dann zum Beispiel Tim Latka sein. Will man natürlich nicht unbedingt machen, denn man will ja jedes Spiel gewinnen und die Spieler wären natürlich zu stark für einen selber. Aber ich empfinde das ganze Update leider trotzdem noch mit gemischten Gefühlen. Also ich freue mich ehrlich gesagt nicht wirklich drauf, denn ja, ich weiß nicht, das mit dem Stadion finde ich schon verdammt, verdammt scheiße, dass man da jedes Mal im selben Stadion spielt. Die Weekend League ist sowieso schon sehr, sehr eintönig, dass du dann 40 Spiele im selben Stadion machen musst, das macht das Ganze auf jeden Fall auch nicht besser. Natürlich sind die Bedingungen viel fairer und viel ausgeglichener, man hat viel weniger Ausreden, es gibt viel weniger Punkte, die das Ganze negativ, aber auch natürlich positiv beeinflussen können. Es wurde ja auch behoben, dass man eben jetzt nach dem Anstoß nicht mehr so schnell ein Tor schießen kann. Dieser sogenannte Anstoß-Bug oder so ist jetzt eben nicht mehr da. Das heißt, nach dem Anstoß wird es ganz, ganz schwierig sein, da auf jeden Fall Tore zu machen. Das ist natürlich was Positives, denn dann können schlechtere Gegner dich nicht einfach durch so einen Glitch oder einfach so einen kleinen Fehler im Spiel, eben dass man nach dem Anstoß zu offen ist, man kann da wenig dagegen machen, da können solche Spieler dich eben dadurch nicht leichter schlagen. Aber für einen selber ist es natürlich auch eine Option, weniger, um eben dem Gegner ein Tor zu machen. Aber dass zum Beispiel der Anstoßglitch weg ist, das finde ich
finde ich nicht schlimm, das finde ich eigentlich gut, aber dass man eben jedes Spiel im gleichen Stadion spielt und halt auch meistens mit denselben Trikots, weil man ja nicht nach jedem Spiel die Trikots ändern will. Das dauert ja alles dann immer seine Zeit und die will man sich dann natürlich nicht nehmen, wenn man sowieso so lange Zeit am Wochenende an FIFA hängen muss. Deswegen, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz glücklich über das Update. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu dem ganzen Weekend League Update in die Kommentare und checkt auf jeden Fall auch noch das Video vom Gordon ab, denn er hat das Ganze auch nochmal zusammengefasst. Der hat da vielleicht den ein oder anderen Punkt noch erwähnt, den ich jetzt nicht erwähnt habe. Ich habe das jetzt nämlich mal einfach frei aus meinem Kopf erzählt. Also ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich habe einfach die wichtigsten Dinge wiedergegeben, die mir eben, die bei mir hängen geblieben sind, die mir eben wichtig waren. Aber vielleicht habe ich etwas nicht erwähnt, was für dich wichtig sein könnte. Deswegen schau auf jeden Fall das Video vom Gordon noch an. Das habe ich auf jeden Fall auch in die Beschreibung gepackt. Okay, wir gehen jetzt weiter mit diesem mysteriösen Pack, welches auf einmal da war und keiner weiß, wieso, weshalb, warum dieser Account so ein Pack hat. Es ist einfach ein 3 seltenes Spielerset. Ich denke mal, ihr kennt 2 seltene Spielersets, ihr kennt 81 plus seltene Spielersets, ihr kennt 50k Sets, das sind zum Beispiel 12 seltene Spieler, aber so ein 3 seltenes Spielerset, das konnte man bis jetzt noch nie bekommen, beziehungsweise dieses Pack hat einfach bis jetzt noch überhaupt nicht existiert in FIFA. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass jetzt eine neue SBC da ist, wo man eben so ein 3 seltenes Spielerset bekommt, sondern dieses Pack hat der anscheinend in irgendwelchen Draft Rewards oder so bekommen. Ich habe wirklich absolut keine Ahnung. Ich habe einfach nur das Bild gesehen und dachte mir, hä, what the fuck, wie kann das denn sein? Aber anscheinend gibt es wirklich 3 Spielersets in FIFA 18. Finde ich interessant, würde ich auch cool finden, wenn man die mal irgendwie in SBCs machen könnte. Das wäre echt wirklich eine top Verbesserung, finde ich. Und da würde ich auf jeden Fall dann noch mehr von diesen SBC-Packs machen. Das kann man natürlich in Streams und so dann viel besser öffnen, denn 3 seltene Spielerpacks sind natürlich besser als 2 seltene Spielerpacks. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt doch in die Kommentare, beziehungsweise auf Twitter oder Insta, ob ihr irgendwelche anderen Packs schon gesichtet habt, die man bis jetzt noch nicht kannte. Also es gab ja dieses Gold 26 Jumbo Upgrade, seltene Premium Jumbo Set, ihr wisst Bescheid, das habe ich auf jeden Fall auch schon mal in einem Video drinnen gehabt. Das konnte man nämlich durch Draft Rewards bekommen, habe ich danach herausgefunden. Wie ist es bei diesem Pack? Wisst ihr da mehr Bescheid oder habt ihr eben weitere Packs, dann schreibt mir das unbedingt. Wir kommen jetzt zu den Monthly Rewards aus dem Januar, und zwar welche Spieler man da eben ziehen kann, welche Spieler man in seinem Pack dann drinnen haben kann. Ich persönlich habe ja ein 15er Monthly Pack, also ich bekomme 15 rote Karten, denn ich habe tatsächlich noch Elite 2 monatlich geschafft, also eigentlich ganz ordentlich für meine Verhältnisse. Und ein Spieler, den ich unbedingt ziehen wollen würde, wäre zum Beispiel Neymar, der passt ja perfekt in mein Team, den habe ich ja auch im Team. Dann wäre Pogba natürlich noch absolut krank für mich, aber sonst war es das eigentlich auch schon für mein Team. Aber ansonsten gibt es noch Suarez, Hazard, Aguero, Sanchez, Bale wäre natürlich auch noch top als Einwechselspieler. Dann Dybala, Son, Rodriguez, Müller, Arnautovic. Aber ja, richtig krasse Spieler, würde ich sagen, gibt es diese drei und diese zwei. Also insgesamt 8 Stück, die man wirklich, wirklich gerne ziehen würde. Ja, aber über einen Heung-min Son, Rodriguez, Müller, Arnautovic oder so würde man sich, denke ich, auch nicht beschweren. Aber ansonsten sind die danach leider nicht so krass. Also ist jetzt nicht irgendwie eine Karte dabei, die niedrig geratet ist, die man aber unbedingt ziehen wollen würde. Also für mich zumindest. Ja, hier beginnen dann leider auch schon die 81er und ja, man bekommt ja im Normalfall, glaube ich, also ich bekomme, glaube ich, 15 rote Informkarten, die alle über 81 geratet sind. Also diese 79er oder so kann ich zum Beispiel nicht ziehen. Die bekommt man eher in niedrigeren Rängen. Aber es sind hier wirklich, also es ist eine halbe Seite voll mit 81ern. Das ist schon sehr viel. Und ja, eben diese ganze Seite, da ist eigentlich auch eher weniger zu gebrauchen. Also für meine Verhältnisse, also für mein Team, kann ich diese Spieler eigentlich nicht wirklich gebrauchen. Aber vielleicht ist für euch ja irgendjemand dabei, den ihr unbedingt ziehen wollen würdet. Wenn ja, schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr einfach ziehen wollen würdet aus diesen Monthly Rewards. Und natürlich, welchen Rang ihr erreicht habt, denn das ist natürlich auch interessant zu wissen. Als letztes Thema habe ich noch das Mondneujahr in FIFA 18 am Start. Und zwar wurde da auch schon ein Trikot gefunden in FIFA 18 Ultimate Team. Das heißt, es ist eigentlich zu 99,9% sicher, dass das Mondneujahr in FIFA 18 stattfinden wird. Letztes Jahr fand es zwischen dem 27. und dem 30. Januar statt. Das heißt, eigentlich müsste das Ganze schon passiert sein. Allerdings habe ich mal nachgeschaut, was das für Tage waren. Und das war ein Freitag bis auf einen Montag. Und das wäre jetzt eben in diesem Fall dann nicht der 27. bis zum 30., sondern der 2. bis zum 5., also 2. bis 5. Februar wird es wahrscheinlich stattfinden. Ich habe auch mal nachgeschaut, wann das Mondneujahr im echten Leben ist, und da steht eben 16. Februar, das wäre auch ein Freitag. Vielleicht kommt es auch wirklich nicht am 2., sondern vielleicht auch, also nicht am 2. Februar, sondern vielleicht auch wirklich 2 Wochen später, erst am 16. Februar. Aber wie gesagt, letztes Jahr kam es ein bisschen früher, vielleicht kommt es dieses Jahr auch nur ein paar Tage später, also eben am 2. Februar, vielleicht kommt
jetzt aber auch erst raus, wenn das Mondneujahr eigentlich wirklich stattfindet, also eben am 16. Februar. Ja, wann es genau kommt, kann man noch nicht zu 100% wissen, aber da müssen wir uns auf jeden Fall überraschen lassen. Ich habe jetzt noch den Artikel aus FIFA 17 am Start, das Ganze dürfte wieder ähnlich in FIFA 18 stattfinden. Und zwar gibt es diesen Mondneujahr-Bonus bei diesem Event. Und zwar bekommt man da einfach Packs geschenkt für die Tage, die man sich angemeldet hat. Angenommen, man hat sich jetzt eben über 111 Tage bis jetzt in FIFA 18 angemeldet, dann bekommt man das Trikot, das man übrigens immer bekommt, und eben ein 125k-Pack in dem Fall, also das wäre schon ziemlich krass. Ansonsten bei 7 bis 30 Anmeldetagen bekommt man zum Beispiel ein 15k-Set dazu. Das Ganze ist allerdings untradable, so wie ich das in Erinnerung habe. Ja, und tatsächlich sehe ich hier, dass es nicht vom 27. bis zum 30., sondern bis zum 31. Januar war, also anscheinend schon bis zum Dienstag, wie ich das jetzt gerade hier sehe. Ja, beim Mondneujahr gab es auch immer Münzrabatt-Sets. Sowas gibt es auch wirklich nur zum chinesischen Neujahr, also das gibt es überhaupt nicht zu einem anderen Zeitpunkt, dass wirklich Packs reduziert sind, also für einen reduzierten Preis im Shop verfügbar sind, und da kann man eben bis zu 50% pro Pack sparen. Krass einfach nur, also da kann es eben sein, wenn wir wirklich Glück haben, dass zum Beispiel 100k Packs für 50k da sind, und das wäre schon ziemlich geil. Und als letztes gibt es noch die Jahr des Hahns SBC, also einfach eine Special SBC, wo man eben dann richtig coole Packs abstauben kann. Also so wie ich das in Erinnerung habe, kamen die wirklich jeden Tag neu, also über diese 4 Tage da verteilt, kam da eben jeden Tag eine neue Jahr des Hahns SBC. Ja, dieses Mondneujahr wird uns in den nächsten Tagen erwarten, und damit haben wir wieder ein richtig cooles Event in FIFA 18, auf das wir uns alle freuen können. Und damit war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 FIFA Talk. Falls er dir gefallen hat, lass gerne mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr irgendwas zu diesen Themen wisst, ob ihr irgendwas noch habt, was ich nicht gesagt habe. Habe ich irgendwas vergessen? Müsst ihr mich in irgendeinem Bereich ergänzen? Schreibt das alles einfach mal in die Kommentare, Jungs. Checkt gerne auch noch Instagram ab, denn ich werde bald in der Türkei auf Trainingslager sein. Da werde ich leider dann natürlich in der Zeit keine Videos machen können. Ich versuche natürlich für diese Zeit das ein oder andere Video vorzuproduzieren, aber es wird nicht möglich sein, dass ich jeden Tag ein Video schaffe. Also checkt unbedingt Instagram ab, denn das ist eben dann wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die ich wirklich nutzen kann, um mit euch zu kommunizieren in der Zeit, wenn ich eben nicht über YouTube Videos machen kann. Dort werde ich vielleicht wirklich auch das ein oder andere FIFA-Thema raushauen, vielleicht so eine Mini-FIFA-Talk-Instagram-Story-Aktion starten, wo ich einfach wirklich kurz und knapp irgendwelche neuen Dinge erkläre. Also einfach mal abchecken. FIFA Allstars, Underline David heiße ich auf Instagram. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal, beim nächsten Stream oder Video. Haut rein, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.